Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Hü! Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Edelsteine, Tränke, exotische Zutaten. Hier bekommt ihr sie. Bürger von Rifthorn, höret meine Worte. Die Rückkehr der Drachen ist kein einfacher Zufall. Dies ist eines der Zeichen. Ein Zeichen für Lady Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Lasst von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Nein, nein, Maramal. Wir haben darüber gesprochen. Talen? Kerava, wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Genug, Maramal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört. Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen. Wir werfen euch nicht raus, aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Möge Mara euch segnen. Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Hier, bitte! Und vergesst nicht, dass die Leute in Himmelsrand auf eure Taten reagieren. Wenn ihr ihnen helft, werden sich mehr von ihnen für eure Liebe interessieren. Viel Glück. Möge Mara euch segnen. Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Warum einen gewöhnlichen Soldaten zu eurem Schutz anheuern, wenn ihr einen Meister des Arkanen haben könnt? Mit einem Meister der Magie an eurer Seite habt ihr nichts zu befürchten. Ist das ein Amulett von Mara? Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist. Nun ja, warum denn auch nicht? Und habt ihr Interesse an mir? Dann ist es abgemacht.
Wenn das Leben in Himmelsrand auch kurz sein kann, so haben wir doch wenigstens einander. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein dreckiger Bettler. Warum solltet ihr schon mit mir reden wollen? Ihr solltet gleich die Zeremonie im Tempel von Mara organisieren. Ich kann es kaum erwarten. Dann mal los. Möge Mara euch segnen. Was braucht ihr? Ihr wollt euch trauen? Es ist schön, auch in diesen schwierigen Zeiten die zarte Pflanze der Liebe erblühen zu sehen. Eure Trauung wird morgen stattfinden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kommt nicht zu spät. Ihr wollt doch eure eigene Hochzeit nicht verpassen. Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich freue mich ja so für euch beide. Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich freue mich ja so für euch beide. Ah, und hier kommt der stolze Bräutigam. Lasst die Zeremonie beginnen. Mara war es, die der gesamten Schöpfung das Leben schenkte. Sie schwor, über uns als ihre Kinder zu wachen. Erst durch die Liebe, die sie uns entgegenbrachte, lernten wir, einander zu lieben. Und durch diese Liebe lernen wir, dass ein einsames Leben überhaupt kein Leben ist. Wir haben uns unter Maras liebevollem Blick heute hier versammelt, um die Vereinigung zweier Seelen zu einer ewig währenden Gemeinschaft zu bezeugen. Mögen Sie dieses wie auch das nächste Leben gemeinsam bereisen. In Wohlstand wie in Armut. In guten wie in schlechten Zeiten. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Ich will, für immer und ewig. Seid ihr bereit, durch das Band der Liebe vereint zu werden, jetzt und bis in alle Ewigkeit? Unter der Obhut von Mara, der Göttin der Liebe, erkläre ich dieses Paar hiermit für vermählt. Ich überreiche euch nun diese passenden Ringe. Gesegnet von Maras göttlicher Gnade. Mögen sie euch in eurem neuen, gemeinsamen Leben beschützen. Wir sind verheiratet. Dann müssen wir uns jetzt wohl entscheiden, wo wir leben wollen, nicht wahr? Ihr könnt natürlich bei mir einziehen. Unser neues Heim. Wir sehen uns dort. Fleisch und Gemüse, greif zu, solange der Vorrat reicht.
Schaut mal, Papa. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Darf ich das Tier bei mir aufnehmen? Bitte. Ihr seid super. Danke. Könntet ihr euch einmal den Keller ansehen? Ich habe dort in letzter Zeit seltsame Geräusche gehört. Ich glaube, da ist irgendetwas im Keller. Ich habe Angst, dort runter zu gehen. Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Ja, Liebling? Sehr gut, Schatz. Die frische Luft tut uns allen gut. Und dieses Haus. Es ist einfach perfekt. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Wir sollten uns warm anziehen. Es dürfte eine Weile so bleiben.